1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio am Mittwoch. Mittwochnacht, von Mittwoch auf Donnerstag ist bei uns eine offene Themennacht. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Meine Frage also an euch, über was habt ihr Lust, euch jetzt hier mit mir zu unterhalten? So, der erste Anrufer ist Hans und Hans ist 58 Jahre alt. Hallo Hans. Ja, hallo Domian. Hallo Hans. Schönen Dank zunächst, dass ich mit dir mal reden kann. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ja. Um was geht's bei dir? Ja, also meine Tochter, es geht um meine Tochter. Mhm. Die ist 23 und seit 5,5 Jahren verlässt die Wohnung nicht mehr. Die lebt bei meiner Ex-Frau. Seit 10 Jahren sind wir geschieden. Seit der Zeit lebt die auch bei meiner Ex-Frau. Ja. Und seit 5,5 Jahren verlässt die aber jetzt nicht mehr die Wohnung. Warum nicht? Das weiß ich nicht so ganz genau. Das sind so, ich kann nur vermuten, ich habe noch eine andere Tochter, sie hat sich mal ihr gegenüber so geäußert, dass sie sich unattraktiv findet, hässlich, was aber objektiv nicht der Fall ist. Wie ist dein Verhältnis? Wie oft seid ihr in Kontakt? Ja, überwiegend fernmündlich. Jede Woche telefonieren wir zusammen. Das schon? Ja, wir haben an sich ein gutes Verhältnis. Mhm. Besuchst du sie auch schon mal dort in der Wohnung? Ja, selten natürlich, zu Weihnachten und wenn sie Geburtstag hat. Das hat mit der Spannung mit meiner Ex-Frau zu tun. Ja. Wenn du mit ihr telefonierst, thematisierst du diese Tatsache, dass sie nicht aus dem Haus geht? Das habe ich am Anfang gemacht. Das war aber eher schlecht. Ich hatte dann das Verhältnis, dass sie zumacht. Ja. Hast du mit deiner Ex-Frau darüber schon gesprochen? Ja, natürlich. Das ist ja für sie auch eine ziemliche Belastung. Sehr, ja. Was sagt sie? Sie ist ja näher mit ihr befasst und jeden Tag. Ja, klar. Ich habe den Eindruck, die hat resigniert irgendwie. Mhm. Das Problem ist auch erst dann aufgetaucht, als meine Tochter 18 war, also volljährig. Mhm. Und am Anfang ist meine Frau auch zu Pontius Pilatus gelaufen, auch zum Jugendamt und überall hin. Mhm. Unter anderem hat sie dann Ratschläge bekommen, schmeißen Sie Ihre Tochter raus und all sowas. Das ist ja alles, da kann man ja nichts mit anfangen. Mhm. Und in dem Moment, wo die Tochter volljährig ist, sind uns als Eltern gewissermaßen auf die Hände gebunden. Mhm. Dann kann man nur noch hingehen und quasi so eine Art Entmündigung nach dem Psychogesetz. Und das will man ja auch nicht. Und das wollte ich eigentlich nicht. Natürlich, ja. Gab es denn damals, als das anfing, das ist ja eine irre lange Zeit, 5,5 Jahre, gab es damals am Anfang, soweit du das weißt, Kontakt mit Medizinern, mit Psychologen, mit Psychiatern? Nee. Sie geht ja, wie gesagt, nicht hin und sie nimmt auch es darf auch keiner zu ihr kommen, dann verbarrikadiert sie sich. Also das ist alles. Ist das damals schlagartig passiert oder war das so schleichend? Ja, sie hat am Anfang noch eine Berufsausbildung angefangen, in der Krankenpflege, ja. Und nach 6 Wochen dann hingeknallt, gekündigt. Mhm. Und seitdem ist das so. Und ich halte es nochmal fest, sie ist 5,5 Jahre nicht aus dem Haus gegangen. Ja, genau. Sie sitzt 5,5. Bewegt sie sich innerhalb des Hauses oder ist sie da nur in ihrem Zimmer? Nur in der Wohnung. Nur in der Wohnung. Ja, am Anfang hatte sie sogar die Fensterläden runter. Mhm. Aber das hat Gott sei Dank aufgehört. Also jetzt sitzt sie auch bei Tageslicht. Mhm. Also, Wenn du mit ihr sprichst, über was redet ihr dann miteinander? Also eigentlich über Gott und die Welt. Und es ist ganz interessant, sie ist total interessiert an allem. Ja. Also wenn man mit ihr telefoniert, da meint man mit jemandem zu reden, der mitten im Leben steht. Mhm. Der jeden Tag rausgeht, berufstätig ist oder sonst was. Sie ist so toll drauf, auch gut gelaunt, die ist überhaupt nicht depressiv, überhaupt nicht. Sie wird jetzt finanziert von euch? Ja, ich habe immer Unterhalt bezahlt und habe bis vor 2-3 Monaten. Und dann habe ich ein bisschen als Druckmittel, ich muss mir auch immer Vorhaltungen machen lassen von guten Bekannten und Familienangehörigen. Ich würde das noch mit sponsern, dieses ganze System. Mhm. Ich mache mir da auch Vorwürfe, dass ich so co-abhängig bin gewissermaßen. Mhm. Und jetzt habe ich mal als Druckmittel ein bisschen den Unterhalt gekürzt, weil ich gar nicht mal verpflichtet bin in der Situation. Ja. Und habe nur noch freiwillig die Krankenkassenbezüge bezahlt. Ja.
Aber es ändert sich auch da nichts. Mhm. Lege ja eigentlich nahe, dass ihr als Eltern, wenn ihr auch getrennt seid, in so eine Situation, wenn das nicht hätte schon längst eigentlich passieren sollen, dass wenn die Tochter nicht zu einem Arzt, zu einem Psychologen, zu einem Psychiater geht, dass ihr mal, oder du oder deine Frau, die ihr zusammen zu einem Arzt oder Psychiater geht. Warum macht ihr das nicht? Ich habe das vor 5 Monaten gemacht und dann sagte der Psychiater natürlich zu Recht, ja, da muss ihre Frau aber mitkommen, denn die ist ja näher dran, die weiß auch eher, was so zu Hause abläuft. Mhm. Ja, und dann habe ich dann meiner Frau einen Brief geschrieben, weil telefonieren dann mit meiner Frau, das geht schlecht, dann steht die direkt daneben, die ist da clever. Ja. Und dann hat aber meine Frau den Fehler gemacht und hat dann mit meiner Tochter darüber gesprochen. Mhm. So, und dann habe ich meine Frau angesprochen, fernmündlich, und dann sagte sie, ich habe mit der Tochter darüber gesprochen und das wollen wir nicht. Also hat sich wahrscheinlich von der Tochter beknien lassen und die ist da auch schon so... Das ist schlimm, das ist in der Tat schlimm. Es ist schlimm, dass sie mit ihr darüber gesprochen hat. Sie hätte erst wirklich mal drauf... Ja. Ich meine, könnte man sie denn nicht nochmal versuchen zu erreichen? Also deine Frau, deine Ex-Frau? Ja. Und noch, ich meine, ihr wollt ja nur das Beste für das Kind. Es ist ihr hintergeht ja das Kind nicht. Es geht ja darum, da eine für alle tragbare Lösung zu finden. Ja. Und ein beratendes Gespräch bei einem Psychiater oder einem Psychologen ist allemal richtig und gut. Weil dieses ist ja ein Zustand, sie ist ja schwerst seelisch erkrankt offensichtlich. Ja, natürlich, ne? Natürlich. Und da überhaupt gar nichts zu unternehmen, ja, das geht doch jetzt nicht mehr. Das geht nicht mehr. Nein. Das geht nicht mehr. Ich habe mich auch lange immer vertrösten lassen von ihr. Sie sagt immer, ja Papa, demnächst und bald. Und ich habe das Spiel immer mitgemacht. Mhm. Ich gebe das ehrlich zu, weil man selber immer glaubt. Mhm. Man will das ja auch glauben. Du kennst sie gut, auch von früher. Ja. Sie war bis zu diesem Datum und wie du es gerade beschrieben hast, ein völlig normales Mädchen. Ja, ganz normal. Ganz normal. Du hast überhaupt keine Ahnung, wer das rühren könnte, ob da vielleicht doch irgendwas vorgefallen ist oder... Also, wenn was vorgefallen ist, dann weiß ich es nicht. Also auf jeden Fall nicht für dich irgendwie rekonstruierbar was oder... Absolut nicht. Und für deine Frau auch nicht. Ja, also ich würde wirklich nochmal den Weg suchen oder den Kontakt suchen zu deiner Frau. Mhm. Und auch nochmal mit dem dringenden Anliegen, bitte, dass das unter euch beiden bleibt, dass sie das Mädchen nicht einweiht, sondern ihr tut das ja für das Mädchen, zum Guten des Mädchens. Mhm. Ja, ist klar. Und dass ihr dann wirklich nochmal zu einem wirklichen Fachmann geht. Ja. Ich würde gerne, dass du mit meinem Psychologen jetzt auch nochmal sprichst, damit du auch nochmal so eine fachkundige Meinung bekommst. Ich würde das erstmal so aus dem Bauch heraus sagen. Ja. Da muss man sich von außen Hilfe holen. Wie das dann im Einzelnen hinterher aussieht, weiß ich auch nicht, aber dafür sind natürlich dann die ausgebildeten Kräfte dafür zuständig. Vielleicht sollte ich die Gelegenheit jetzt hier in der Sendung mal nutzen, wenn es Zuschauer und Zuhörer gibt, die vielleicht auch mit dieser Problematik mal konfrontiert worden sind, die vielleicht auch eine Lösung wissen. Vielleicht kann man ja da auch noch mal anklopfen. Sehr gerne. Kann man uns mailen unter domian@rde und würden wir dir dann weiterreichen. Das wäre sehr nett. Auf jeden Fall sind wir beide uns auch klar oder einig, dass da etwas passieren muss. Ja, jetzt muss was passieren. Zum Nutzen des Mädchens. Ja, sonst ist alles verloren. Ja. So, Hans, wir machen das so bitte, du legst auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an und dann kann er dir auch nochmal seinen Ratschlag sagen und dann gucken wir weiter. Ist gut. Alles Liebe und alles Gute von Herzen. Vielen Dank. Tschüss. So, meine Lieben, 0800 220 5050, meine Telefonnummer. Und unser Thema morgen heißt, ist ein bisschen ein spezielles Thema, unser Thema morgen heißt 7. Einfach die Zahl 7. Ich möchte gerne mit euch reden, Geschichten rund um die Zahl 7. Also vielleicht hat jemand 7 Jahre im Knast gesessen. Vielleicht hat jemand 7 Millionen Euro gewonnen. Oder ihr hattet mal Sex mit 7 Personen. Oder vielleicht ist jemand von euch 7 Jahre schon krank. Und so weiter und so weiter. Alles, was irgendwie mit der Zahl 7 zu tun hat. Wenn ihr gerne morgen darüber mit mir sprechen wollt, das ist unser Thema morgen. Und zu allen unseren Themen, so auch zu dem Thema 7, könnt ihr noch ein bisschen nachlesen unter www.domian.de. Ganz einfach zu merken, www.domian.de. Hier ist Britta und Britta ist 25 Jahre alt. Hallo Britta. Hallo Domian. Ja, Britta, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Also meine Mutter, die ist letzten Monat verstorben, oder beziehungsweise vorletzten Monat, und ich komme irgendwie noch nicht damit klar. Mhm. Vorletzten Monat ist ja auch noch wirklich ganz frisch und ganz nah dran. Wie alt ist deine Mutter geworden? Die ist 47 geworden. 47, so jung. Im Januar diesen Jahres. Und an was ist sie gestorben? Also das wissen sie nicht so genau, weil ich wohne nicht mehr zu Hause, ich wohne fast 200 Kilometer entfernt. Mhm.
Und wir hatten eigentlich immer ein gutes Verhältnis. Und ich habe es dann durch meinen Onkel erfahren. Die haben sie dann tot in der Wohnung aufgefunden. Und sie war nicht krank vorher? Die war nie krank. Höchstens mal eine Grippe oder so, aber mehr auch nicht. Ist sie obduziert worden? Sie ist nicht obduziert worden. Die sind zwar mit der Kripo, mit der Feuerwehr in die Wohnung rein, aber mehr auch nicht. Aber ein Arzt hat sie sicher untersucht. Und hat natürlich einen Tod festgestellt. Ja, und man hat überhaupt keine Ahnung, ob es ein Herzstillstand ist, ein Hirnschlag oder man weiß gar nichts. Nee, das wissen sie nicht. Irgendwie war es sekundentot. Ist in einer Art auch beruhigend, dass er sich nicht quälen musste, aber irgendwie knabber ich da noch sehr dran. Naja, hör mal, das ist ja auch, wenn es einen Monat her ist, ist das ja auch ganz normal. Ja, aber das Problem ist auch, mein Vater, der ist schon vor 4 Jahren gestorben. Auch so jung? Der war 49. Ja. Wann hast du das letzte Mal vor ihrem Tod mit deiner Mutter gesprochen? Also die ist mittwochs gestorben und den Sonntag hatte ich dann noch mit ihr telefoniert. Da war alles ganz normal, so wie immer. Da war alles ganz normal. Die war auch an dem Montag noch auf dem Geburtstag. Da war auch alles noch normal. Und sie hatte auch, ich frage es nochmal, nie irgendwelche Krankheiten, wo man so sagen könnte, das ist vielleicht Herzrhythmusstörung oder irgendwas? Gar nicht. Die war im Oktober letzten Jahres nochmal beim Arzt. Da war gar nichts. Das ist so ein Tod ist natürlich für den Betreffenden, ist das natürlich eigentlich eine Gnade, weil man, wie du auch gerade sagtest, nicht leiden muss und man muss nicht leiden, man empfindet keine Schmerzen. Aber für die anderen Menschen ist es natürlich furchtbar, vor allen Dingen, wenn derjenige auch noch so jung ist. Das stimmt, weil ich komme irgendwie noch nicht damit klar. Ich habe keine Geschwister. Ich habe so meinen Onkel, den ich über alles reden kann, und meinen Freund, aber... Ach, du bist Einzelkind. Ich bin Einzelkind, leider. Und dein Vater? Er ist gestorben, sagst du, vor... Der ist vor 4 Jahren gestorben. An was ist der gestorben? Also da vermuten sie einen Gehirnschlag. Auch nicht so ganz klar, was da war. Nee, der war im Schrebergarten und ist kurz bevor er ins Auto steigen wollte, zusammengebrochen. Der wurde noch fast eine Stunde reanimiert, das hat alles nichts geholfen. Als du von dem Tod telefonisch, ne, was du erfahren hast? Telefonisch. Was hast du da gemacht? Also ich habe dann das Erste, so wie als wenn ich irgendwie so hypnotisiert war, habe ich dann als Erstes meinen Freund angerufen. Der wollte mich dann zu der Wohnung von meiner Mutter fahren. Und ich habe dann, während er dann auf dem Weg von der Arbeit zu mir war, habe ich dann irgendwie alles zusammengepackt, was ich mitnehmen wollte. Es war hinterher zwar viel zu viel, aber... Das hat man in dem Moment gar nicht so richtig realisieren können. Hast du dann deine Mutter nochmal gesehen? Ich habe sie leider nicht mehr sehen können. Ich habe auch nochmal mit dem Bestatter gesprochen und der meinte, ich soll es mir nicht antun. Ich sollte so in Erinnerung behalten, wie ich sie kenne. Das heißt, sie sah irgendwie entstellt aus? Also er sagte es zumindest. Auch sonderbar, ne? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass mein Onkel so gesehen hat und er sagte, sie wäre leicht bläulich gewesen. So, jetzt sind knapp 2 Monate vergangen seit diesem Unglück. Ja. Wie hast du diese Zeit jetzt verbracht und verlebt? Verbracht? Naja, es geht so einigermaßen. Ich bin jetzt dabei, noch die Wohnung leer zu machen. Aber ich weiß auch nicht, was ich sonst machen soll. Ich versuche an andere Sachen zu denken, aber ich kann es nicht. Abends, wenn ich im Bett liege, muss ich immer nur an sie denken. Wie oft sprichst du mit jemandem darüber? Also die erste Zeit war es so, dass ich dann täglich mit irgendwem gesprochen habe. Ob sie Mutter von meinem Freund, von meinem Freund selbst, mein Onkel, meine Großeltern oder einfach nur beste Freunde von meiner Mutter. Aber mittlerweile ist es so eher seltener. Ja. Hast du das Gefühl gehabt, dass dir das dass es dir geholfen hat, als du dann mit den Menschen gesprochen hast, mit anderen? Auf jeden Fall. Ja, das glaube ich ja auch. Ich glaube auch, dass man natürlich letztendlich das alleine verwinden muss. Aber dass das schon eine große Hilfe ist, wenn man mit jemandem sprechen kann. Hast du auch ein bisschen Sorge, die anderen anzusprechen, nach dem Motto, dass denen das irgendwie überdrüssig dann ist oder... dass die das nicht mehr hören wollen? Bei meinem Freund glaube ich da schon. Bei deinem Freund? Ja. Ich bin in der ersten Zeit immer nur dann hauptsächlich auch auf ihn angesprochen, aber ich glaube mittlerweile auf Deutschland hängt ihm das zum Halse raus. Was ich
muss ich dir sagen, sehr im Prinzip sehr schlimm finde. Ich finde, dass man als gerade als Partner da zur Seite stehen muss. Und wir reden jetzt nicht von 2 Jahren, wenn das 2 Jahre dauern würde. Wir reden gerade von 2 Monaten. Da ist die Trauer so frisch, dass es das Normalste von der Welt ist, dass man da sehr viel spricht und sich ausdrücken möchte. Obwohl, bei meinem Vater war es eher andersrum. Da habe ich gar nicht drüber gesprochen. Mhm. Da habe ich damals dann alles immer in mich schön reingefressen. Mhm. Was natürlich falsch ist, ne? Was falsch ist. Das habe ich dann auch hinterher gemerkt, mhm. weil es ging mir dann von Tag zu Tag immer schlechter. Mhm. Ich würde dir, Britta, in dem Fall, wie du es jetzt auch geschildert hast, auch die familiäre Situation oder auch die Situation mit deinem Freund, ich würde dir eine Trauer-Selbsthilfegruppe empfehlen. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir was für dich finden in deiner unmittelbaren Umgebung oder in deiner Stadt, in deinem Ort. Da sind wir dir gerne jetzt bei behilflich. Das heißt, du legst auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich nochmal an, jetzt gleich. Ja. Und dann tun wir das, was in unserer Macht steht und werden dich dann mit der entsprechenden Information ausstatten, okay? Das ist nett. Ja. Krieg ich wohl auch noch ein Autogramm von dir. Okay, du kannst dem Peter dann die Adresse sagen und dann machen wir das. Okay, danke. Okay, du legst auf, wir rufen zurück. Okay, danke. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Susanne ist hier und Susanne ist 23 Jahre alt. Hallo Susanne. Hallo Domian. Hallo Susanne. Erstmal schön, dass ich bei dir mal durchgekommen bin, weil ja. Das ist ein Ehrenkunststück. Und jetzt bist du da und das ist sehr gut, da freue ich mich. Um was geht's denn bei dir, Susanne? Bei mir geht's darum, ich wurde in meiner Kindheit sexuell missbraucht, habe jetzt Anzeige erstattet gegen meinen Onkel. Und seit die Anzeige aufgerollt wurde, kommen halt die ganzen Erinnerungen hoch. Mhm. Also der Onkel war der Täter. Genau. Der Onkel hat dich als Kind sexuell missbraucht. Genau. In welchem Alter hat das stattgefunden? Von 14 bis 18. Von 14 bis 18. Also eine sehr lange Zeit. Und so lange liegt es noch gar nicht zurück. Du bist jetzt 23. Ja, es liegt gerade mal 5 Jahre zurück. Mhm. Du sagst, sexuell missbraucht. Ging es so weit, dass er dich zum Geschlechtsverkehr gezwungen hat? Ich sag's mal so, zum Glück nicht, aber wenn ich bei einigen Sachen nachgegeben hätte, wäre es garantiert dazu gekommen. Mhm. Aber du musstest an ihm sexuelle Handlungen vollziehen? Nee, es war so, dass ich ihn zum Beispiel küssen musste mit Zunge und damit überhaupt nicht kapiert habe, was da eigentlich los ist, weil ich ja auch keinen Freund hatte und von daher ja auch überhaupt keine Erfahrungen hatte. Und ich habe nur irgendwie gemerkt, irgendwas stimmt da nicht, aber was... Genau das stimmt, habe ich in dem Moment überhaupt nicht gewusst. Also du musstest ihn mit Zunge küssen? Mhm. Was musstest du noch machen? Naja, dann war es so, wir sind nach Seeburg immer gefahren, weil er da eine Vogelzucht hat. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, wenn ich besonders lieb zu ihm bin, dann kauft er mir das und das. Und dann hat er mich meinetwegen auch gestreichelt unterm T-Shirt oder so und... hat dann auch meine Brüste immer gestreichelt und hat gesagt, ach, was ich denn für süße kleine Brüste hätte. Mhm. Und einmal, da waren wir auch auf einer Wiese und da hatte ich wirklich richtig gehend Angst, dass er mich vergewaltigt, weil es abgelegen war von der Straße und weit und breit, mich hätte keiner schreien gehört. Mhm. Aber dazu ist es Gott sei Dank nicht gekommen. Nee, zum Glück nicht. Es gab diese Übergriffe, so wie du sie gerade geschildert hast, im Alter zwischen 14 und 18 Jahre, vier Jahre lang. Wie kam es, dass du das dann, auch als du schon etwas älter wurdest, so mit 16, 17, noch hast mit dir machen lassen? Ja, weil ich einfach gedacht habe, ich bin es nicht wert, dass ich irgendwie wirklich geliebt werde und ich bin eh nur ein Stück Dreck. Das habe ich damit einfach gedacht. Warum hast du das gedacht? Ja, weil... Ich war dann auch in der Pubertät und habe gedacht, naja, kein einziger Junge mag mich und die Jungs finde ich blöd, die haben mich meist nur geärgert und haben mich verarscht und da habe ich gesagt, naja, vielleicht habe ich es ja verdient, vielleicht hat Gott ja irgendwie eine Strafe für mich, dass ich irgendwie nicht gut genug bin und habe vielleicht irgendwas gemacht, wo er mich jetzt bestraft und habe die Schuld bei mir gesucht und nicht bei ihm. Und hast das denn bewusst in Kauf genommen? Quasi als Strafe von einem Gott oder eine schicksalhafte Strafe. Genau. Und hast das dann erduldet. Genau, und irgendwann habe ich dann einfach gemerkt, ich pack's nicht mehr, weil
weil ich gemerkt habe, ich habe Albträume. Ich lese zum Beispiel jetzt im Moment das Buch Aufschrei, was meine ehemalige Ausbilderin mir empfohlen hat. Mhm. Und da kommen auch einige Sachen vor, wo ich einfach denke, also genau das habe ich auch erlebt. Mhm. Ich möchte dich nochmal fragen, Susanne, wenn man als Jugendliche so eine Vorstellung von sich selbst hat, ich habe das verdient oder ich habe etwas Schlimmes getan und ich muss jetzt dafür büßen. Wie ist das möglich, dass man als Jugendliche so streng mit sich ins Gericht geht oder so eine Meinung von sich selbst hat, so eine schlechte Meinung von sich selbst hat? Ganz einfach, wenn dir jahrelang eingeredet wird, du bist schlecht von den Lehrern, von den Mitschülern, so, dann glaubst du es irgendwann. Du glaubst einfach irgendwann, dass du ein Stück Dreck bist. Du glaubst einfach irgendwann, dass du nichts wert bist. Ja, das heißt also, so haben die Leute dich, als du Kind warst, behandelt, dass du nicht viel wert bist. Haben deine Eltern dich auch so behandelt? Nee, meine Eltern absolut nicht. Meine Eltern haben mich total verwöhnt. Meine Eltern sind mit mir verreist nach Florida und wohin und richtig gutes Elternhaus. Ja. Wenn das so gut war, das Elternhaus, und wenn du ein gutes Verhältnis hattest zu deinen Eltern, war da nie, lag nie der Gedanke nahe, ich erzähle das mal meiner Mama oder meinem Papa? Nee, weil ich habe einfach gedacht, wenn ich es meinen Eltern erzähle, dann sind sie vielleicht böse mit mir und dann glauben sie mir vielleicht nicht und schmeißen mich raus. Mhm, und ich habe meine Eltern damals über alles geliebt. Mhm. Also hast du da quasi richtig selbst in der, du hast in einer Falle gesessen, ne? Genau. Du kamst ja nicht raus und was du auch hättest tun wollen, das ging irgendwie nicht. Mhm. Aber dann wurdest du 18 Jahre alt und dann hat das Ganze ein Ende. Warum? Ich habe mich einem Trainer anvertraut gehabt in einem Kinder- und Jugendzirkus und habe gesagt, eine Freundin von mir hat es erlebt, weil ich nicht gleich damit rausrücken wollte, wie ich das erlebt habe. Und er war, ich sag mal, zum Glück schlau genug und hat gesagt, sag mal, kann das sein, dass diese Freundin du bist? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich habe es erlebt. Dann meinte er, also es wäre gut, wenn ich mit meinen Eltern sprechen würde. Zumindest würde er auch mitkommen. Da ich gesagt, nee, also brauchst du nicht. Und dann war ich am nächsten Tag in der Schule, habe gedacht, okay, meinem Klassenlehrer kann ich ja vertrauen, dem kann ich ja sowas anvertrauen, ja. Da war ich 17 und da meinte er, ja, also da ich noch nicht volljährig bin, hätte er die Pflicht, das meinen Eltern zu erzählen. Und das hat er gemacht? Ja. Am Abend hat er dann angerufen und alles drüber meinen Eltern erzählt. Und haben die es geglaubt dann auch? Ich sag mal so, meine Mutter hat es geglaubt, mein Vater hat es nicht geglaubt, weil ich wohl damals fremde Männer angesprochen habe und wohl mit denen geredet habe, die im Abend habe. Davon weiß ich aber absolut gar nichts mehr. Mhm. Das ist aber seltsam. Du hast in dem Alter angeblich fremde Männer angesprochen und umarmt? Hat er gesagt, und du weißt davon gar nichts. Also, ich kann mich an ein, zwei Sachen mehr erinnern, aber dass ich irgendwie dauernd irgendwelche Männer umarmt habe, davon weiß ich nichts. So, jetzt war die ganze Sache raus und damit hatte die Sache dann auch ein Ende. Genau. Mhm. Jetzt bist du 23 Jahre und du sagst, es läuft ein Verfahren, eine Anzeige. Ja. Mhm. Wann hast du dich entschieden, ihn anzuzeigen? Sobald ich von zu Hause ausgezogen war. Wann war das? Das war, also letztes Jahr im September bin ich ausgezogen von zu Hause. Mhm. Und bis dahin hast du es alles so für dich behalten noch? Oder? Bis dahin habe ich allen weiß machen wollen, dass ich keine Anzeige mache, weil ich auch gedacht habe, na gut, wenn ich eine Anzeige mache, sei eine Frau, mit der ich eine sehr gute, also zu der ich eine sehr gute Beziehung hatte. Ja. Habe ich gesagt, na gut, damit die Beziehung nicht kaputt geht, nur um deren Willen. Ja, ich verstehe, du hast dich da zurückgenommen und hast erstmal so getan, als würde alles unter den Teppich gekehrt. Genau, und irgendwann habe ich halt gemerkt, als ich dann auch in der WG war und dann gab es Stress auf der Arbeit. Ich habe auch mittlerweile meine Lehrstelle verloren, weil meine Ausbilderin auch gesagt hat, also ich spiele mir da was zusammen und ich würde nur andere Leute nachmachen. Mhm. Jetzt läuft die Anzeige. Wie weit ist das jetzt schon gediehen, das Ganze? Also die Anhörung, was mich betrifft, war schon
Aber was ihn betrifft, weiß ich nicht. Er ist nicht in Untersuchungshaft, er ist noch auf freiem Fuß. Ja. Ich habe Angst, dass er mir hier auflauert. Ich habe Angst, dass er hierher fährt. Er weiß, wo ich wohne, durch meine Eltern. Ja. Wie ist denn jetzt, wie ist denn dein Kontakt im Moment zu den Eltern? Halten die Eltern zu dir oder nehmen die dir das übel, dass du das gemacht hast? Also meine Eltern halten zu mir, und zwar sowohl meine Mutter als auch mein Vater. Und von meinem Vater hätte ich es am Anfang nicht gedacht. Mhm. Was ja schon mal sehr wichtig und sehr gut ist, ne, für dich. Auf jeden Fall. Ich habe gelernt aus zahlreichen Gesprächen in dieser Sendung mit Mädels, die so etwas erlebt haben wie du, dass es ganz wichtig ist, wenn sie in diese juristische Mühle reingehen, dass sie guten, sehr guten psychologischen Beistand haben. Hast du den? Den habe ich. Ich habe eine Spitzentherapeutin. Mhm. Das Problem ist, die ist die nächsten 2 Wochen in Urlaub. Ach so. Und von daher reiche ich für mich. Und da habe ich gedacht, okay, bevor ich gar keinen anderen Ausweg mehr weiß, versuche ich es erstmal bei dir. Mhm. Dass du ein bisschen mal reden kannst darüber. Und genau. Du hast gerade das Gespräch auch angefangen. Ich habe jetzt eine Anzeige erstattet und jetzt kommen alle Erinnerungen wieder rauf. Ja, das stimmt auch, weil es ist so, ich kann ohne Licht zum Beispiel nicht einschlafen. Mhm. Ich habe Angst im Dunkeln. Mhm. Und wenn ich alleine in der WG bin und ich merke, es klingelt, ich traue mich nicht, die Tür zu öffnen, weil ich Angst habe, er könnte vor der Tür stehen. Mhm. Weißt du, dass ich möchte ich dir ein Kompliment machen. Ich finde gut, dass du eigeninitiativ diesen Weg gehst, dass du die Anzeige erstattet hast, dass du eine Therapie machst. Da gehört schon einiges zu. Wenn man so etwas hinter sich hat, ist man in der Regel wirklich sehr verletzt und auch sehr verschreckt und ängstlich. Und das dann zu stemmen und zu machen, finde ich schon toll. Kompliment erstmal vom ersten Eindruck her. Ich verstehe jetzt, dass du in Angst bist. Ich würde gerne, dass du gleich mit meinem Psychologen sprichst, einmal ein psychologisches Gespräch führst. Zum anderen möchte ich gerne, dass er dir auch noch die Telefonnummer gleich von dem Weißen Ring gibt. Die hast du. Hast du schon mal mit den Leuten gesprochen? Ja, mit einem Herrn Kleiner habe ich mal gesprochen vom Weißen Ring. Ja, das sind ja sehr, sehr, sehr kompetente und nette Leute. Ja, das stimmt. Ja. Okay, dann bist du diesbezüglich ja auch schon mal ganz gut versorgt. Auch was so das Verhalten anbelangt, falls dieser Mann auftaucht. Vielleicht taucht er ja gar nicht auf, vielleicht machst du dir auch dazu sehr Sorgen. Ich weiß es nicht. Aber es muss alles bedacht werden und besprochen werden. Mhm. Also ich finde gut, dass du angerufen hast. Das ist schon mal absolut richtig. Es ist die Psychologin nicht da, und hast gedacht, rufst du mal da im Fernsehen an. Und nochmal Kompliment. Und wie man jetzt weiter vielleicht auch diese Zeit geschickt überbrückt, da weiß man Psychologen mit Sicherheit einige gute professionelle Tricks, wie man das machen könnte. Mhm. Ja, vereinbaren wir es so, dass du auflegst und wir dich gleich nochmal anrufen. Gut, und darf ich dir noch was sagen? Ja, bitte. Ich finde es gut, was du machst. Ich finde es gut, dass es solche Sendungen wie deine gibt. Das freut mich sehr, dass du es sagst. Wirklich, freut mich wirklich sehr, Susanne. Und wenn irgendwelche Leute, weil ich habe mal mitbekommen, dass du irgendwie eine Morddrohung bekommen hattest von einer ganzen Weile in der Sendung, die du vorgelesen hast, und solche Briefe, die werf einfach in den Müll, weil solche Leute haben absolut keine Ahnung, wie schwer so eine Arbeit ist, die du machst. Ich danke dir für deine netten Worte, Susanne. Vielen Dank. Okay. Jetzt legst du bitte auf und wir rufen zurück. Alles klar. Alles Liebe und alles Gute von Herzen und viel Kraft. Danke. Tschüss. Tschüss. Unsere Telefonnummer nochmal 022, jetzt war ich aber ganz durcheinander, 0800, nicht 0221, 0800 220 5050. Ich habe diese Nummer hunderte und hunderte Mal schon gesagt, ich kann sie nie richtig auswendig und habe hier mein Schildchen stehen, das wir ja früher im Fernsehen quasi hier hatten, als wir die Einblendung noch nicht hatten und hinten drauf. Das zeige ich euch auch jetzt mal, steht auch nochmal die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse, damit ich da immer so ein bisschen hinspinksen kann, wenn sie mir mal wieder nicht einfällt. Also 0800 220 5050. Hier ist Martha und Martha ist 19 Jahre alt. Hallo Martha. Ja, hallo Domian. Martha, um was geht's bei dir? Und zwar, ich habe vor einiger Weile meinen Keller ausgemistet, das geht um meinen Vater. Ja. Er ist vor 14 Jahren gestorben. Und jetzt habe ich den Keller ausgemistet und habe da ein paar Tagebücher von ihm gefunden und habe die dann auch mit hoch in mein Zimmer genommen und habe sie mir durchgelesen. Mhm.
Und besonders halt das Tagebuch von seinem letzten Lebensjahr, also von 1991, von seinem letzten Monat. Und dann habe ich auch gelesen, dass er anscheinend Angst vor einem Mann hatte, mit dem er ein Geschäft aufbauen wollte. Mhm. Und in seinem letzten Tag, also bevor er dann verschwunden ist, stand halt dann, dass er Angst vor diesem Mann hatte und dass er sich mit diesem Mann in einem Wald treffen wollte, wo er dann auch tot aufgefunden wurde. Dein Vater wurde doch tot aufgefunden? Ja. Ist dein Vater ermordet worden? Ich weiß es nicht. Also meine Mutter hat zu mir gesagt, dass er erfroren ist, war es halt, es war April und also er war auch Mitglied bei der DGHS. Was heißt das, DGHS? Deutsche Mitgliedschaft irgendwie, also humelles Sterben. Ja. Also, humanes Sterben. Genau. Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben. Ja. Genau. Mhm. Und ich bin mir halt unsicher, weil also er hatte Angst vor diesem Mann und ein paar Einträge davor. Ich konnte halt seine Schrift nicht so gut lesen. Ach so, es könnte sein, dass er aus Angst vor diesem Mann Selbstmord begangen hat? Nein, so glaube ich es eben nicht. Also er wollte sich mit diesem Mann, also die zwei Männer, also mein Vater und dieser Herr Silbermann, wollten ein Geschäft zusammen aufbauen, weil mein Vater war längere Zeit arbeitslos. Mhm. Und sie sollten zusammen 50.000 D-Mark auftreiben, dass sie ein Geschäft zusammen aufmachen wollten. Mhm. Und mein Vater war halt arbeitslos und hatte dieses Geld nicht, also er hatte auch Schulden. Mhm. Und er hat sich aber nicht getraut, was halt in diesem Tagebuch auch in den ganzen Monaten davor drin stand, dass er sich nicht getraut hat, dem Silbermann zu sagen, dass er dieses Geld nicht auftreiben konnte. Und er hat jeden Tag auch angerufen und hat gemeint, ja, wo bleibt das Geld und was kommt jetzt mit dem Geschäft, kommt da was zustande und so. Mein Vater hat sich nicht getraut, das ihm zu sagen, dass es nicht klappt. Und an diesem 3. April, also es war halt auch der letzte Tag, wo mein Vater, wo meine Mutter ihn gesehen hat das letzte Mal, wollte mein Vater sich mit dem Mann in diesem Wald treffen. Und es ist halt schon irgendwie komisch, dass zwei Geschäftspartner oder zwei zukünftige Geschäftspartner sich im Wald treffen wollten. Aber und 3-4 Tage später wurde er auch in diesem Wald gefunden. Und ich habe das halt vor einer Woche gelesen und ich habe gedacht, mich trifft der Schlag. Also, und dann habe ich es auch meiner Mutter gezeigt. Und ich musste ihr das auch vorlesen, weil sie auch irgendwie, die Schrift, die ist sehr schwer und ich musste ihr das vorlesen. Und dann hat sie gemeint, ich soll es beruhen lassen. Und das ist schon so lange her, 14 Jahre ist eine lange Zeit und mich macht das total fertig, ob ich jetzt meinem Vater Unrecht getan habe, dass er uns einfach so verlassen hat, weil ich bin Einzelkind. Was hast du denn, was hast du denn damals gedacht oder was hat man dir denn erzählt, was passiert ist? Ja, dass mein Vater einfach unglücklich war und dass er einfach nicht mehr leben wollte, weil er halt so lange arbeitslos war. Ach so, also man hat gesagt, dass er sich selbst, dass er sich das Leben genommen hat. Genau. Und ich wusste auch nichts von dieser DGHS. Also ich habe das erst meiner Mutter, ich habe ihr dann sozusagen die Flinte irgendwie an den Kopf gehalten und habe gemeint, was war los und was ist die DGHS? Das muss man vielleicht mal erklären. Das ist eine Gesellschaft, die, ich glaube, die ist mittlerweile sogar verboten in Deutschland, ne? Ja, genau. Damals gab es die, weil ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Jedenfalls hat diese Gesellschaft auch eine Schrift oder Schriften herausgegeben mit Tipps, wie man sich effektiv selbst töten kann. Ja, also ne? Ich habe dieses, also das letzte Tagebuch von 1991, habe ich mir eigentlich schon intensiver durchgelesen und da stand auch drin, dass er ehrenamtliches Mitglied war. Was ja schon sehr sonderbar ist, das zeigt ja schon, dass er in irgendeiner Weise eine Affinität dazu hatte, sich eventuell das Leben zu nehmen. Ich weiß es nicht. Ja, aber es gibt eine deutsche Schauspielerin und die hat sich auch dafür sehr eingesetzt. Das war Inge Meisel, war das, ja, glaube ich. Ja, genau. Ne? Die spreche ich jetzt auch an, genau. Und er war halt schon ein sehr guter Mensch und er hatte auch, also so wie er auch über mich geschrieben hat und so, ich glaube einfach nicht, dass das stimmt, dass er sich jetzt dann so das Jetzt will ich nochmal fragen, macht er damals, gab es doch bestimmt polizeiliche Ermittlungen und man hat doch bestimmt auch deinen erfrorenen Vater untersucht. Das weiß ich nicht. Also meine Mutter ist sich da so felsenfest sicher, dass es halt Selbstmord war, weil er so unglücklich war, weil er war Ingenieur, war er. Ich glaube ja, wenn man so einen Menschen so findet und da wird immer die Polizei hinzugezogen, dass in der Regel immer genauestens geguckt wird, ob es Fremdeinwirkungen gibt, ob irgendwas darauf hindeutet, ob es ein Mord war. Das denke ich auch. Aber und wenn warum auch, schreibt er das dann rein? Das ist halt vielleicht war es auch eine Verkettung von vielen Umständen, dass er schon in geschäftlichen Schwierigkeiten war, dass sie sich vielleicht wirklich irgendwie mal im Wald treffen wollten. Aber
er dennoch irgendwie das nicht geschafft hat mit dem Geld und sich aus Angst und Not das Leben genommen hat. Im Wald. Ich weiß es nicht, aber ich würde erstmal auch wirklich darauf vertrauen oder auch nochmal ausgiebig mit deiner Mutter sprechen. Was war eigentlich damals? Ist die Leiche obduziert worden? Ja, oder, sie will mir ja nichts sagen. Aber warum nicht? Ja, sie ist halt seit 4 Jahren, ist sie jetzt neu verheiratet. Mhm. Und ich habe ihr, wie gesagt, vor einer Woche habe ich ihr das Tagebuch sozusagen, also fast hingeknallt und habe ihr das vorgelesen, weil ich einerseits sauer war auf sie und weil ich war halt... So, pass mal auf. Ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben, was ich da gefühlt habe. Ich verstehe das. Wenn ich jetzt an deiner Stelle wäre, wäre ich auch sehr aufgerührt und aufgewühlt und würde auch denken, was ist denn damals passiert? Ja. Ich würde jetzt nochmal mit deiner Mutter sprechen. Ich finde, dass du als Tochter das Recht dazu hast, das alles zu erfahren, was genau damals los war. Das denke ich ja auch. So, und wenn sie wirklich nochmal richtig dicht macht, dann würde ich mit an deiner Stelle mit diesem Tagebuch zur Polizei gehen. Ich bin schon bei der Polizei gewesen. Du warst schon bei der Polizei. Ja, und was haben die gemacht? Ich war am Donnerstag, also am Donnerstag habe ich das Tagebuch gefunden. Mhm. Und dann am Freitag habe ich meinen Freund angerufen. Und der kam dann nach München. Und dann sind wir zur Polizei gegangen und habe dann auch gemeint, ich möchte gerne mit einem Polizisten sprechen, weil 5 Polizisten um mich rumstanden. Und ich gemeint, ich möchte bitte mit einem sprechen, weil es ist was Persönliches. Wobei ich eh schon fast wieder am Weinen war, weil mich das auf einmal so mitgenommen hat. Und dann bin ich mit diesem Polizisten, mit meinem Freund, in einen Raum gegangen. Mhm. Dann musste ich dem das vorlesen, weil mein Vater halt eine schwere Schrift hatte. Und dann hat er gemeint, ja, er schaut den Computer nach. Ja. Und dann habe ich ihm noch den Namen von meinem Vater gesagt und auch das Geburtsdatum. Und dann hat er gemeint, also dann hat es ein bisschen gedauert. Und dann, als er wieder rauskam, hat er gemeint, ja, es wurde alles gelöscht. Also nach 10 Jahren wird sowas gelöscht, wenn es darauf hindeutet, dass es Selbstmord war oder wenn es Selbstmord war. Mhm. Also das heißt ja, dass die damals von Selbstmord ausgegangen sind. Ja. Sonst wäre es nicht gelöscht worden, wenn da irgendwelche Bedenklichkeiten hängen geblieben wären. Nein, ich male mir halt alle möglichen Sachen aus, weil ich weiß eigentlich gar nicht mehr über meinen Vater, ob da irgendwie schon so ein Hang zum Selbstmord war, wie er drauf war die letzten Monate, das weiß ich gar nicht. Das geht auch nicht so sehr aus, bloß halt, dass er einfach so Angst vor diesem Mann hatte. Gibt es denn andere Menschen, die auch sehr nah mit deinem Vater vertraut waren? Gibt es einen nahen Verwandten, einen Freund, irgendjemanden, den du ansprechen könntest? Nein. Niemanden, außer deiner Mutter? Nein, also von seiner Mutter, also mit seiner Mutter hatte er einen schlechten Kontakt, mit der habe ich auch überhaupt keinen Kontakt mehr. Dann bevor er mit meiner Mutter zusammen war, hat er auch schon eine Familie gehabt, mit denen habe ich auch überhaupt keinen Kontakt. Mhm. Vielleicht meine Taufpatin, aber ich glaube nicht, dass er... Also bleibt da letztendlich nur deine Mutter übrig? Ja, genau. Was hat der Polizist gesagt? Er hat gesagt, man kann nichts machen. Nein, so nicht. Also ich habe ihm das Tagebuch dagelassen und er hat dann gemeint, also sie bearbeiten das oder irgendwie so. Achso, du hast das Tagebuch dagelassen? Ich habe es dagelassen. Das heißt, die nehmen das schon ernst und wollen nochmal irgendwie da etwas überlegen? Oder warum solltest du das dalassen? Ich weiß es nicht. Also ich denke mal schon, dass sie es jetzt nochmal durchschauen. Und ich habe ihnen das auch genau erklärt, also was halt meine Sorge ist. Und wie bist du denn mit dem Polizisten verblieben? Gehst du irgendwann wieder dahin? Dass er sich meldet, nein. Dass er sich bei dir meldet? Ja. Okay, dann warte das doch mal ab. Nehmen wir das mal ernst, dass die Polizei sich da nochmal mit beschäftigt. Das werden sie auch tun, wenn sie das Tagebuch sogar da behalten haben. Sonst hätte er gleich gesagt, hätte er sagen können, es tut uns leid, es besteht kein Verdacht und nehmen sie das Buch wieder mit nach Hause. Das würde ich jetzt erstmal abwarten. Darüber hinaus würde ich aber dennoch nochmal den Kontakt zu der Mutter suchen. Wie ist dein Verhältnis zu deiner Mutter? Ja, es ist schon gut. Es ist gut. Aber dann kannst du ihr das auch begreiflich machen. Du bist die Tochter. Ich habe es versucht, ihr es dann musst du es nochmal versuchen. Auch wenn sie auch jetzt aus ihrer Welt rausreißt, das ist ein Gespräch, ein einmaliges Gespräch von ein paar Stunden. Aber du bist jetzt eine junge, erwachsene Frau, du warst damals ein Kind. Mhm. Und ich finde schon, dass du alles Recht der Welt hast, genau zu erfahren, was war damals los. Weil man grübelt ja und grübelt und denkt nach und denkt nach. Das würde ich an deiner Stelle ganz genauso machen. So, das würde ich jetzt erstmal die beiden Sachen so sehen. Warte mal die polizeiliche Reaktion ab und geh nochmal an deine Mutter ran. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es wissen will. Also es war halt eine Kurzschlussreaktion, dass ich einfach zur Polizei dann gerannt bin. Ich glaube, verwirrend, wenn ich jetzt, ich dachte jetzt immer die letzten 14 Jahre, ja, mein Vater hatte Probleme im Job und er hat sich dann umgebracht, weil er einfach nicht mehr konnte. Und wenn es dann heißt, ich weiß halt nicht, was ich dann machen soll, wenn es jetzt heißt, ja, er wurde wirklich ermordet oder so, oder es bestehen Zweifel daran an seinem Selbstmord. Mhm. Aber jetzt ist der Ball ja am Rollen. Du hast es ja, läuft ja jetzt schon. Aber umso wichtiger ist es auch, dass du nochmal das Gespräch mit deiner Mutter suchst.
Ich würde mich da wirklich nicht von ein- oder zweimal abspeisen lassen, wenn sie sagt, ich will das nicht mehr aufrühren. Ich höre ja, wie angerührt du bist und wie fertig du auch bist und traurig bist. Wie fertig du mit den Nerven auch bist. Ne? Martha, pass mal auf. Wir lassen dich jetzt nicht allein. Jetzt legst du mal auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Und haben dann vielleicht noch die eine oder andere Idee, was wir noch machen können. Außer dem gerade schon besprochenen. Okay? Ja. Dann legst du bitte auf und wir rufen gleich an. Okay. Okay, tschüss. Hier ist Aische. Und Aische ist 32 Jahre. Hallo Aische. Ja, hallo. Hallo. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Um was geht es bei dir? Ja, ich habe das Problem, sehr schlecht Nein zu sagen. Ich habe nicht verstanden. Sehr schlecht Nein zu sagen. Sehr schlecht Nein zu sagen? Ja. Was heißt das? Das heißt, zum Beispiel, wenn mich jemand braucht zum Dolmetschen oder Übersetzen in der Familie jetzt, oder in einem Freundeskreis, wo Leute schlecht Deutsch sprechen können, dann mache ich das für die oder gehe dann auch teilweise gerne mit. Ja. Aber hinterher leide ich dann selber darunter. Dann kriege ich meinen Kram selber nicht erledigt. Ich habe zwei Kinder, bin seit 6 Jahren geschieden. Mhm. Du bist türkischer Abstammung oder Türkin? Ich bin Türkin, aber ja. seit 1979 lebe ich hier in Deutschland. Ja, ja. Ja, und habe selber dann auch so eine schwere Krankheit gehabt, Gebärmutterkrebs vor drei Jahren knapp. Ja, und wie sieht das jetzt aus? Ist das, hast du die Krankheit im Griff? Ja, ja, schon. Es könnte wiederkommen, aber trotzdem leide ich psychisch selber darunter. Und du hast den Eindruck so von dir, alle wollen irgendwie was von mir und ich kann nicht Nein sagen und ich vergesse mein eigenes Leben fast darüber. Was heißt vergessen? Ich gebe meine Verantwortung schon nach, was Kinder betrifft. Ich habe einen 13-jährigen Sohn und eine 7-jährige Tochter. Was viel Arbeit bedeutet? Ja. Ja. Und war berufstätig und zwischendurch habe ich dann immer wieder wirklich auch für Familie getan und dabei kommt aber nichts mehr rüber und auch für Freundeskreis oder unbekannte Leute, die ich zum Beispiel auf der Straße bei Ämtern kennenlerne und man mich mal bitten, dass ich mal was für die machen kann oder würde, dann mache ich das auch. Aber dagegen, das ist ja im Prinzip auch ein sehr, sehr guter Charakterzug, wenn man hilfsbereit ist. Aber man muss natürlich auch die Grenze sehen, dass man selbst dabei nicht kaputt geht und man sein eigenes Leben nicht vernachlässigt. Ne? Das muss man ja immer, das muss eine Waagschale haben. Und ich habe so den Eindruck, wie du es jetzt erzählst, dass die Waagschale ganz schief hängt. Ja, dass du ganz viel für andere tust und das auf Kosten deines Lebens geht. Wollen wir es so formulieren? Ich habe, sag ich mal, sozusagen keine Privatsphäre mehr. Also ich habe selber einen eigenen Haushalt, wohne in der Nähe von der Familie, sag ich mal, so zentral gelegen, wo mich wirklich jeder zu Fuß. Und alle wissen, die Aische, da muss man nur anrufen, die macht das schon. Genau. Ach, ruf mal Aische an, geh mal rüber, die macht das schon. Und genau. Aische sagt dann, obwohl ja gar nicht danach ist, die sagt dann, ja, ich mache es. Genau. Und schon früher, vor ein paar Jahren war es noch schlimmer. Ja. Dann war ich in der Kur wegen, also Mutter-Kind-Kur wegen, auch psychischen Sachen wegen der Krankheit geschieden. Also habe auch mit dem Ex-Mann sehr viele Probleme gehabt, habe immer noch. Mhm. Und nach der Scheidung sogar hat er mich gebeten, für ihn Aufenthalt zu besorgen. Mhm. Also nur zu bestätigen, dass er Kontakt zu seinen Kindern, das habe ich auch gemacht und ich leide darunter jetzt. Wann hast du das letzte Mal Nein gesagt? Eigentlich, das weiß ich gar nicht. Du weißt es gar nicht mehr. Also heute Morgen habe ich so ein bisschen, ich hatte einen Termin mit jemandem, also auch zu einem Bekannten, wo ich jetzt eine Wohnung, also Wohnung suchen sollte. Mhm. Dann habe ich den Termin für morgen verschoben und morgen kann ich eigentlich auch nicht, weil ich dann wieder mit meinem Bruder unterwegs bin. Der hat eine fristlose Kündigung bekommen. Mhm. Dann muss ich das, sage ich mal, sozusagen gerade biegen. Für wen sollst du eine Wohnung suchen? Wer ist also kein Name jetzt? Ist das irgendein Bekannter oder Verwandter? Ja, der hat wirklich jetzt seit einem Jahr keine Miete bezahlt, hat eine Gaststätte gehabt und was weiß ich noch alles. Mhm. Hat 30.000 Euro am Hintern. Mhm. Die 30.000 Euro habe ich sozusagen gerade gebogen, jetzt steht der mit halber Fuß auf der Straße. Und so weiter und so weiter. Und jeden Tag kommen neue Fälle. Ja. Und das hat sich rumgesprochen bei euch in der Verwandtschaft, Bekanntschaft. Bis hin zu fremden Leuten. Ja, fremde Leute, ja, so ungefähr. Ich meine, da ist natürlich deine Krankheit vielleicht auch ein Warnsignal. Aber darüber kann ich nicht mit, ich kann nur mit meiner Schwester darüber reden. Mhm. Äußerlich ist es ja nichts. Äußerlich bin ich ja wirklich für die.
Ach, die wissen gar nichts von der Krankheit, die anderen. Doch, aber ich kann dann, ich habe das mal so gesagt, aber für die ist das jetzt mal im Krankenhaus gewesen, raus. Ach so, und gut. Und gut, ja. Psychische Sachen stecken da, wenn ich mal nicht kann. Und ich verstehe, die Psyche interessiert die Leute gar nicht. Und ich meine, eine Krebserkrankung ist immer ernst zu nehmen. Und das dauert schon viele Jahre, ehe man sagen kann, man ist wirklich geheilt. Ne? Und das ist, es gibt keinen Rückfall und nichts. Aber damit kannst du den Leuten gar nicht kommen. Nein, weil halt dieses Tabu, das ist ja auch, Gebärmutter ist ja für die dann auch so ein EG-Thema, wo man auch in der Türkei oder hier da gar nicht drüber redet und gerade Krebs und sowas, das ist dann. Wie kommt es, Aischel, dass du so bist, wie du bist? Weißt du das? Ich bin so gutmütig. Ich meine, teilweise mache ich das auch gerne. Hast du in deinem Leben sehr viel Angst? Ja, ich habe Angst. Ich habe einige Sachen, aber ich habe schwer gekämpft um das, was ich jetzt erreicht habe innerhalb der 6 Jahre. Aber trotzdem gibt es da Sachen, wo ich mit meiner Familie gar nicht drüber reden kann. Ich glaube, dass oft Menschen, die diese Angst, sehr viel Angst haben, dass die so sind, wie du es gerade von dir beschrieben hast, weil sie es immer allen recht machen wollen und bloß nicht irgendwie jemanden vom Kopf stoßen möchten. Egoismus ist, wenn er zu stark ausgeprägt ist, eine schlimme Eigenschaft, aber bis zu einem gewissen Punkt muss man egoistisch sein. Und vor allen Dingen hast du ja Verantwortung zu tragen für deine Kinder und für dich selbst. Und da müsstest du schon härter sein, den anderen gegenüber. Aber ich habe die Vermutung, wenn du jetzt schon seit vielen Jahren so bist, wie du bist, dass du das gar nicht alleine schaffst zu entscheiden, ab morgen sage ich nein. Ich glaube, dass du das richtig trainieren musst, dass du das richtig lernen musst. Das geht ja auch nicht unbedingt auf die Psyche, das geht ja auch bis ins Finanzielle. Die vermasseln ihr Geld und dann kommen, die kannst du mir manchmal leihen. Hast du auch schon dich verschuldet für andere Leute? Ja, habe ich für meinen Bruder mal gemacht, aber jetzt, da sage ich schon wirklich konkret nein. Also jetzt bin ich mal gebeten, einen Vertrag aufzumachen oder mal. Ich würde dir dringend empfehlen, Aischa. Das Problem liegt auf der Hand. Du weißt genau, um was es geht. Das Problem ist ganz einfach aus. Ne, ich kann nicht nein sagen. Und die anderen fressen mich auf irgendwie. Ja. Ne, so ist es. Die anderen fressen. Ich da so abends und nachts. Also ich seit Jahren schon, seit 14, 15 Jahren. Also seitdem ich dich jetzt so im Fernsehen sehe, bin ich dann so und baue mir jetzt nicht mein Leben auf andere Leute, die jetzt schlechte Sachen erlebt haben. Aber trotzdem, es gibt ja Schlimmes. Was ich erlebt habe, ist ja so ein klitzekleines, aber ist es ja nicht. Jedem ist die Last so schwer, ich kann das nicht mehr tragen. Sind ja noch andere Sachen. Ich erahne ja schon, dass da eine ganze Menge hintersteckt, hinter diesem Verhalten. Ja. Ich würde dir ganz dringend empfehlen, dass du eine Therapie, eine Psychotherapie machst. Ja, ich ganz war schon bei Schulung. Mein Gynäkologe, der ist gleichzeitig auch Therapeut, der kennt mich auch schon seit 13, 14, noch länger schon, seitdem ich fast in Deutschland bin. Der sagt mir das ja auch, also so kann es nicht weitergehen, aber ich kann es nicht, ich bringe es nicht übers Herz. Dann lege ich da abends im Bett oder auf der Couch und sage, warum habe ich diese Person nicht geholfen? Was okay, ist denn die? Pass auf, das muss ja anders, das muss jetzt anders gehen. Du sollst ja nicht sofort jemanden vor den Kopf stoßen, das kannst du nicht, das ist mir schon klar, dass du das nicht kannst. Aber du kannst ja für dich beispielsweise einfädeln und organisieren, dass du zu einem richtig guten Psychotherapeuten kommst. Und da wird das so besprochen, wie du es bei mir jetzt angefangen hast zu besprechen. Und dann trainiert ihr beide, je nachdem wie der Psychologe welches Handwerk, welche Schule er favorisiert, trainiert ihr dir ein anderes Verhalten an. Das ist mühsam, das geht nicht von heute auf morgen. Aber das müsstest du für dich tun. Ja, ich weiß, dass man irgendwo anfangen muss. Ja. Und der Anfang ist vielleicht dieses Gespräch jetzt hier. Das ist ein Gespräch, diesen Arzt, von dem du gerade erzählt hast, den kennst du schon sehr lange, das ist vielleicht auch ritualisiert, wie ihr miteinander umgeht. Mich kennst du überhaupt nicht. Du hast mir jetzt in einigen Minuten deine Sache erzählt, die ich sehr ernst nehme. Und ich erahne, was das bedeutet, wo du da drin hängst. Und ich sage dir als völlig unbeteiligte Person, das schaffst du nicht alleine da rauszukommen, da musst du dir Hilfe holen. Ja, meine Schwester hat mir so einen Ruck gegeben, die ist gerade mal 21, hat gesagt, ruft da mal an. Wir hatten mehrmals versucht, aber ging nicht. Ja.
Also versuch's mal, weil sie eine neutrale Person dann dazu sagen. So. Weil ich das selbstverständlich auch gesehen habe teilweise. Ja, aber das ist doch schon mal toll. Du hast den Mut gefunden, hier anzurufen. Das ist doch schon mal was. Ja. Du hast den Mut gefunden, hier anzurufen und hier zu sprechen. Und nicht nur mit mir alleine, sondern wir sprechen ja hier so richtig in der Öffentlichkeit. Und dazu hast du den Mut gefunden und dich zu deinen, zu dem bekannt, was unter dem du so leidest. Das finde ich ja schon mal den ersten großen Schritt. Ja, jetzt muss es weitergehen. Ja, das Problem ist nicht jetzt, ich habe nichts gegen die deutschen Psychologen oder Psychotherapeuten, nur das sind Sachen, so kulturelle Sachen, was jetzt für uns selbstverständlich sind, du musst ja zu keinem Deutschen gehen. Es gibt wunderbare muslimische Psychiater und Psychologen. Nein, es muss nicht unbedingt muslimische sein, aber nur, dass sie auch die Kultur mal wissen, ja. Zum Beispiel jetzt Familienehre, Stolz, diese Dinge. Ich verstehe. Das muss man genau berücksichtigen, das ist mir schon völlig klar, ja. Jetzt werden wir mal gucken, ob wir dir behilflich sein können und dir vielleicht irgendwie einen Kontakt zu jemandem herstellen können, der für dich interessant ist. Das wäre wirklich dankbar. Wir versuchen das mal. Das heißt, du legst auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich wieder an, okay? Okay, vielen Dank, Domian. Aisha, alles Gute von Herzen. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. So, meine Lieben, an dieser Stelle möchte ich euch auf den Samstag hinweisen. Samstag ist Promi-Besuch bei mir wieder. Und wer kommt Samstag? Samstag kommt ein Fernsehstar, ein sehr hübscher Fernsehstar sogar zu mir, nämlich die Schauspielerin Sophie Schütt. Sehr bekannt aus sehr vielen Fernsehfilmen und Fernsehserien, zum Beispiel letzte Serie auf Sat.1, typisch Sophie. Sophie Schütt ist mein Gast am Samstag, um 23.45 Uhr beginnt die Sendung im WDR Fernsehen. Und wie immer könnt ihr mitmachen, Sophie Schütt ist das Thema der Sendung und ihr könnt euch auch mit Sophie Schütt unterhalten. Und wenn ihr das gerne möchtet, meldet ganz einfach unter domian@wdr.de. Jetzt geht es weiter mit Marcel. Marcel ist 18. Hallo Marcel. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Also, es geht bei mir um Folgendes. Ich lebe sehr isoliert. Mhm. Und das ist halt infolge einer Hochbegabung, unter der ich, wie ich sage, leide. Hochbegabung, ja. Und mein Problem ist halt, wie gesagt, ich lebe in meiner Welt. Bist du noch Schüler? Ich bin noch Schüler, ja. Gymnasium wahrscheinlich? Nein, Gesamtschule. Wie? Ich gehe zur Gesamtschule. Gesamtschule. Weil ich bin auf dem Gymnasium komplett abgestiegen. Mhm. Weil es geht da nur um auswendig lernen. Und wenn man irgendwelche Gedanken äußert, die außerhalb der Norm sind, dann ist man komplett raus. Ja. Und ich lebe halt, wie gesagt, sehr isoliert. Habe eigentlich gar keine richtigen Freunde. Und was heißt isoliert? Bist du sehr viel alleine zu Hause? Ja, das hängt auch mit der Erziehung zusammen, die ich genossen habe, die sehr darauf getrimmt war, eben alleine zu sein, immer ohne Gesellschaft, immer nur lernen, was auch immer, aber Hauptsache irgendwie besser werden als all die anderen. Ja. Und ich meine, ich habe nichts gegen Eliten und so weiter, aber diese elitäre Erziehung nimmt mich doch sehr, sehr mit. Das heißt, deine Eltern wollten oder wollen so richtig toll was aus dir machen? Genau, und das... Darf ich fragen, was dein Vater vom Beruf ist? Lehrer. Und es ist halt so, dass ich mittlerweile Angst vor geschlossenen Räumen habe. Also nicht Angst direkt, aber ich fühle mich unwohl. Mhm. Ich gehe also so gut wie gar nicht weg und wenn, dann höchstens mal ins Kino oder so. Mhm. Und hast keinen besten Freund? Gar nichts. Freundin? Also ich hatte verschiedene Beziehungen, die sind dann aber auch alle im Sande verlaufen, vor allem weil ich mich daran auch sehr festgeklammert habe. Mhm. Wenn man niemanden hat, dann klammert man total. Ja, sicher. Würdest du sagen, dass du dich einsam fühlst? Mhm. Ja, sehr einsam. Ja. Und ich muss auch sagen, diese ganze Welt, diese ganze Popkultur, das ist nicht mein Ding. Mhm. Und ich lebe eigentlich in so einer Nostalgie, dass ich zum Beispiel die 30er Jahre glorifiziere, alte Filme angucke etc. und mir sage, ja, da hättest du gerne gelebt. Und jetzt diese Welt... Marcel, wenn ich dich jetzt befreien könnte, wenn ich die Macht dazu hätte, ja. Wenn ich dir jetzt einen Wunsch oder Wünsche erfüllen könnte, wie du leben solltest, wo du leben würdest wollen, sag mal, was sollte ich tun? 30er Jahre Los Angeles, Philip Marlowe, Privatdetektiv. In der Richtung ungefähr. Ah ja, verstehe. Ist ein bisschen schwierig zu arrangieren von meiner Seite aus. Ja, das glaube ich wohl. Hast du in der Schule zumindest ein paar nähere Menschen, Schulfreunde, Kumpels, Freundinnen? Bisschen. Also
ein bisschen aufgrund meines Humors, den ich habe, einen sehr zynischen Humor und darauf stehen einige Leute. Hast du den Eindruck, dass es immer schlimmer wird, die Isolation? Ja, es wird immer grauenvoller, es wird auch immer quälerischer für mich und dann, man merkt auch, man kann mit niemandem richtig kommunizieren, richtig reden, weil kein Mensch versteht das, was ich sage, richtig. Hast du die Angst, manchmal so ein bisschen durchzudrehen? Durchaus, weil ich brauche nur mal Hannibal zu gucken und dann kriege ich auch einen ziemlichen Drill da. Und liest du viel? Ja. Beruflich, gibt es einen Traum? Schriftsteller. Schreibst du? Ich schreibe sehr viel, ja. Ich schreibe also mindestens in einer Woche 60 Seiten. Wow. Denn ohne das kann ich einfach nicht leben. Das ist dein Ventil wahrscheinlich. Genau. Mhm. Und wenn man die ganze Zeit über nur in der Bude rumsitzt, dann hat man auch keine andere Ablenkung. Und das ist mein Kontakt zur Welt, indem ich halt eben das, was meine Welt ist, aufschreibe. Wissen deine Eltern, dass du schreibst? Ja. Wissen die auch, dass du dich eigentlich sehr elend fühlst im Moment? Ja, aber es geht immer darum, ja, mach jetzt was aus deinem Leben, hau rein in der Schule und wie es mir letztendlich geht, ist scheißegal. Ich leide schon andauernd unter Kopfschmerzen, das ist auch egal. Marcel, ich finde das sehr interessant, mit dir zu sprechen. Ja. Ist das auch kein blöder Spruch? Nun ist die Sendung gleich vorbei. Ja. Aber ich mache dir ein Versprechen, ich rufe gleich nochmal an, okay? Okay, bis gleich. Ja, bis gleich. Tschüss. Unser Thema, ihr Lieben, morgen heißt 7. Wir unterhalten uns über Sachen, die irgendwie mit 7 zu tun haben. 7 Jahre Krankheit, 7 Jahre Haft, Sex mit 7 Leuten oder was weiß ich. Geschichten rund um die Zahl 7. Ihr könnt eine Stunde vor der Sendung anrufen oder ihr könnt mailen unter domian@wdr.de. Um 1 geht's los im WDR-Fernsehen und bei 1 live. Ich wünsche eine gute Nacht. Morgen heißt das Thema 7. Geschichten rund um die Zahl 7. Bis dahin. Tschüss.